Hi gesagt, hallo YouTube, ich begrüße euch zu diesem wundervollen Stream mit genug Essen zum nebenbei Snacken und Trinken zum nebenbei Trinken und wir haben ein neues Familienmitglied. Es ist ein Schwein. So, ein Reisschwein. Es ist ein Reishungerschwein. So. Oh, an der Stelle, genau, Chat, einmal hallo YouTube. Ich war gestern kurz vorm Verenden durch einen tückischen und aggressiven Angriff auf mich und auf mein Leben von Pollen, von Birkenpollen. Und deswegen konnte ich leider nicht streamen, weil ich hatte viel zu tun mit dem Versuch zu atmen. Aber heute geht's wieder, weil ich war nicht draußen. Und deswegen gucken wir uns die 252. Folge von Streamclips Germany an. Let's go. Das sind ja die besten Clips der Woche. Let's go. Ich bin gespannt. Zack, boom, da seht ihr es. Wir gehen rein. Wenn ich nebenbei snacke, ist es meckert nicht. Ich habe auch ab und an mal Hunger. So, here we go. Ich bin gespannt. Immer ab dafür. Ab dafür. Rein da. Rein in die Streamclips. Ja. Ich will auf mich selbst reagieren. Let's go. Warum ist hier gesperrt? Keine Ahnung. Da ist die Katze. Oh shit. Reparieren. Ah. Oh, hoppala. Voll in Fahr gefahren. Ich könnte mich irren. Aber ich glaube, das ist der Grund. Hast du jetzt nicht getan, ne? Hallo Kiri! Ich muss nach Streamclips Germany dir eventuell eine Frage stellen. Chat, ihr könnt ja eventuell versuchen, mich mal dran zu erinnern. Wie gesagt, ich fahre gerade noch tanken, weil mein Tank ist nicht mehr der fresheste. Oh Gott! 1100? Oh no! Hat der einen. Ach, das ist ein Koffer. Ich dachte, das wäre ein Raketenwerfer. Es ist ein scheiß Raketenwerfer. Es ist ein Raketenwerfer. Ich liebe es, Kindern Geschenke zu... Oh. Entschuldigung. Bitte? Deswegen IRL stream nie mit irgendwie Essen oder Trinken, was halt auskippen kann. Never ever. So, man weiß nicht, was passiert. Einfach nicht machen. Gott, klingt alles daran falsch. Den Kindern von Ankes Schwester zum Beispiel. Ich... Oh, ich muss auf Klo. Das... Abstand. Aber... Ach, komm. Wieso klingt das falsch? Chat, könnt ihr mir das erklären? Beziehungsweise YouTube, könnt ihr mir das erklären? Warum klingt das falsch? Ich finde es... Okay, ich mag es einfach nur nicht, Kindern Geschenke zu machen. Ich schub sie lieber. Aber wieso klingt das falsch? Ich verstehe das nicht. Es war eventuell keine gute Idee, eine helle Hose anzuziehen, wenn man... wenn ich dieses Gericht esse. Ich weiß nicht, wie man diese Soße nennt. Die ist so würzig und braun. Aber ich habe meine Hose jetzt übertrieben voll gekleckert. Und sieht nicht gut aus. Ich glaube, das ist nicht Sojasauce. Oder doch? Egal. Aber ich habe meine Hose vollgekleckert. Aber ich finde halt es nicht schlimm, so wenn halt man sagt, ich empfinde Freude, indem ich halt Kindern eine Freude mache. Auch als Mann nicht. Ein Klaus, Balsamico ist es. Dankeschön.
Es war Balsamico. Ich habe jetzt eine würzige Hose, das ist richtig. Das ist komplett korrekt. Aber ich finde es irgendwie nicht schlimm. Okay, vielleicht denke ich halt... Vielleicht denke ich nicht... Weiß ich nicht. Wenn er sagt, so ich empfinde Freude, Leute zu beschenken, unter anderem auch Kindern. Weiß ich nicht, finde ich halt nicht schlimm. Wäre ja genauso, wenn ich jetzt 30 bin und das einfach so random sagen würde, wäre es dann auch komisch oder ist es nur da, liegt es nur daran, dass er ein Mann ist? Na, wie soll ich denn dann abhauen? Ich mach nur Spaß. Ja, genau. Ja. Ach so. Okay, warte. Warte. Und. Nice! Ich habe zumindest eine Hälfte gefangen, die andere Stark. Verarbeiten wir. Ja, die andere Hälfte. Übelst cool! Ist ja mal super cool! Musst du ein bisschen zu dir und vor. Ja, genau. Oh mein Gott, ich bin so ein Loser. Alles gut. Nein, nichts das passiert, ist im Stream passiert. Sie verstehen das nicht. Ich hab mich aufgehört. Und Gas, hat keiner gesehen. Danke, Dima. Ich habe nicht verstanden, was da abging, aber okay, sie hat abgewürgt. Aber wieso? Aber es ist doch nicht so schlimm, selbst wenn es im Stream passiert ist. Kann mir keiner erzählen, dass... Also hier, mal ganz kurz, ich will mal ganz kurz so eine Frage reinhauen und ihr sagt mir, ob ich das richtig denke. Jeder, der einen Führerschein hat, soll sich mal kurz angesprochen fühlen. Bitte, alle. Auch die jetzt auf YouTube gucken. Alle, die jetzt einen Führerschein haben, fühlen sich jetzt bitte angesprochen und ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Habt ihr schon mal ein Auto abgewürgt? Ob jetzt ab dem Moment, wo ihr halt gelernt habt, Auto zu fahren oder auch nachdem ihr den Führerschein habt, habt ihr das halt schon mal gemacht? So. Und die ersten schreiben schon, ja, passiert jedem, ist was voll Normales. Na? Und deswegen, liebe Phoebe, das ist voll okay und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Alles gut. Weil ich fand ihre Reaktion gerade so krass. Nein, das ist im Stream passiert, sie verstehen das nicht. Ich hab wieder aufgehört. Und Gas, hat keiner gesehen. Die Arme. Deswegen, gar kein Problem, passiert allen. Aha. Wir wissen, dass er kein Skills war. First-Time-Chatter. Ach ja? Ach ja, kann jemand ohne Skill das? Ha! Nein! Oh no! Oh mein Gott, ist das peinlich! Ey, Boys! Na? Oh mein Gott! Was geht? Ha? Der Tag von Fun! Der Tag von Fun! What a testimony. Wow! Die Brüste waren von Asche, ne? Die Brüste waren von Asche. Fuck, mein Herz! Was zur Hölle? Es scheint nicht zu halten. Aua, holy shit, ich habe einen Herzinfarkt bekommen.
Leinen sind schön. Okay. Gut, dass ich... Oh no! Nein! Ich kann das nicht mehr! Ich bin... Nein. Oh no! Schneeflöckchen, Weißröckchen, wie kommst du geschneit? Auf TikTok zu posten, für nichts anderes gescheit. Ja, es ist irgendwie nicht... Es ist irgendwie... Das war doch Clippys Stimme! Hä? Das war doch Clippy? Das war doch seine Stimme! Hört doch mal hin! Schneeflöckchen, Weißröckchen, wie kommst du geschneit? Auf TikTok zu posten, für nichts anderes gescheit. Das ist doch Clippys Stimme! Hä? Ja, es ist irgendwie nicht... Es ist irgendwie wild, dass das wirklich alles so Boomer-Namen sind, Walter. Did you notice? So ganz verwunderlich, dass diese Kommentare alle von Boomer-Namen wie Jörg... Danke. Mm-mm. Also ja, aber sie klingt halt super ähnlich wie der von Clippy. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wie kommst du geschneit? Nur klängern, ja. Auch wenn er das gerade vorliest, ist die Ähnlichkeit der Stimme übelst krass. Die Ähnlichkeit der Stimme ist ja mal so übelst krass. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wie kommst du geschneit? Auf TikTok zu posten, für nichts anderes gescheit. Der klingt übelst ähnlich wie Clippy. Der klingt ein bisschen wie Clippy. Ein bisschen doll sogar. Ja, es ist irgendwie nicht... Es ist irgendwie wild, dass das wirklich alles so Boomer-Namen sind, Walter. Did you notice? So ganz verwunderlich, dass diese Kommentare alle von Boomer-Namen wie Jörg... Danke. Jein. Nein! Zum Springen. Durchfahre alle Kontrollpunkte der angegebenen Reihenfolge. Beende das Rennen in unter um $20. Easy. So, Leute. Alle guten Dinge sind drei und diesmal passe ich auf. Ja, gut. Warum? Chat, die sinkt ja immer tiefer. Chat, mein Charakter. Was macht ihr? Hallo? Geh nicht weg? Magst du uns nicht mehr? Chat, ich glaube, die hatte keinen Bock mehr auf uns. Die ist gleich ganz weg. Hallo? Mein Charakter ist weg. Rally, ich habe übrigens gerade auf Toilette so was Kurzes gesehen, ne? Was für dich mit Sicherheit relativ witzig ist. Ist ja noch Platz. Oh. Da ist noch ein Schrank. Da muss ich aufpassen. Ja, okay, ich muss ein bisschen. Da muss ein Ding so gut. Oh! Oh no! Plum! I feel the pain. Das Plum. Plum? Die Aprikose ist doch so. Und eine Pflaume ist so. Ich hasse Pflaumen übrigens. Aber eine Aprikose ist doch so groß, oder? Hä, oder war das eine Orange? Was ist denn eine Aprikose? Ich kenne das alles einfach nicht mehr. Ich bin einfach... Leute, ich bin Streamerin, nicht Gemüsehändler. Ja, okay. Ich muss nicht wissen, wie Gemüse heißt. Es reicht, wenn es schmeckt. Deswegen nächste Woche. Auch das sehe ich voll ein. Gemüse. Ja, Gemüse. Obst. Ja, oder Obst. Gemüse. Obst. Vom Mittwoch kein Stream, der fällt aus, also kein Community Among Us. Dafür gibt es natürlich nächste Woche Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag ein Stream. Ich freue mich schon so auf mein Tattoo, das wird so insane. Geht die Präse schon? Ich höre.
Ich hab's nicht verstanden, ich muss nur mal richtig zuhören. Du musst nicht wissen, wie Gemüse heißt. Es reicht, wenn es schmeckt. Deswegen nächste Woche Mittwoch kein Stream, der fällt aus, also kein Community Among Us. Dafür gibt's natürlich nächste Woche Mittwoch, Donnerstag. Ach so, okay, alles klar. Mhm. Ja. Freitag und Sonntag ein Stream. Ich freue mich schon so auf mein Tattoo, das wird so insane. Geht die Präse schon? Ich höre nichts. Ich hab stumm geschaltet. Bin sehr schlau. Geht die jetzt schon los? Gott, ich bin überhaupt nicht bereit. Das ist so Schlag auf Schlag heute alles. Wow. I feel the pain. Voll gut. Wir haben einen Countdown für einen Countdown? Ich will meinen Kaffee hier trinken, der ist bald kalt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 10 Minuten mit polnischem Akzent reden, okay? Nein. Da muss ich wieder richtig rein in meinen Cousin. Aha! Ah, herrlich! Schön. Ah, schön. Aber zieh mal weiter. Gut, Leute, dann ist es Zeit für meinen zweiten Bubble Tea. Yeah. Schwingen, ja! Und S drücken, du musst. Da war mein Lachen im Hintergrund. Mein Gott. Oh Gott, Kitten. Ich verbinde mit diesem Outfit Pornos. Mm. Ich habe so viel Pornos gesehen. Mm. Also, ich gucke es nicht so. Nein, das mache ich jetzt so nicht. Ich natürlich auch nicht. Ich auch nicht. Oh mein Gott, da bin eher ich. Ich natürlich auch nicht. Ich auch nicht. Hab jetzt auch nicht. Aber ja. Ich verbinde das Outfit auch damit, aber. Aber ich habe auch nicht so viele Pornos geguckt. Wir gucken noch mal. Wenn es falsch ist. Oh Gott! Oh mein Gott! Ich hab Geburtstag. Hallo, guten Tag. Happy Birthday! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Gronkh! Happy Birthday to you! Das war nicht mein Essen, das war der Fuchs. Und ich habe ihn gefangen. Ich habe mich gerade nur auf mich konzentriert. Nur auf mich. Fuck, ich habe gerade Geburtstag. Guck mal hier. Warte, der Ballon. Hier. Oh, warte mal. Hier ist der falsch rum. Hier ist der Ballon falsch. Daisy mit dem Auto. Happy Birthday, lieber Gronkh. Zum 81. Alles Gute. Nein, Wurmi, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du bist. Das ist jetzt nicht passiert. Du bist einfach in mein Scope rein, Wurmi. Nein! Oh, Alter. Nein, du blöder Wurm, du blöder Wind. Bei Louis beim Sex. Auch gut. Ja.
Nice one. So. Hat sich aber gut gehalten. Ja, Gronkh ist, ich bin der Auffassung, Gronkh könnte aber auch ein Reptiloid sein. Oder auch ein Vampir. Oder ein Werwolf. Weil. Der wird nicht wirklich älter. Der sah auch vor Jahren so aus. Wisst ihr? Und bei Edward Cullen hieß es ja auch, dass sie jahrelang so aussehen. Vielleicht wurde er gebissen ab einem bestimmten Alter und älter dann nicht mehr. Ich bin keine Prinzessin. Lona! Du Monster! Ja. Du Monster! Ja. Warum gronkst du die Katze, Alter? Dann kommen wir hoch. Oha! Die gute Klipse! Dieses wunderschöne Weibsbild vor meinen Augen! Gronkula? Ja. Ja, Gronkula. Was passiert? Das ist auch geil, oder? Was? Es klang wie so ein. Keine Ahnung, wie so ein animalisches Geräusch. Vielleicht war das der Furz von Lukas, den du gehört hast. Was? Wie ein animalisches Geräusch. Nochmal. Dann kommen wir hoch. Das ist auch geil, oder? Was? Es klang wie so ein. Keine Ahnung, wie so ein animalisches Geräusch. Vielleicht war das der Furz von Lukas, den du gehört hast. Was? Voll gut! Einfach voll. Haku hat Katze gesehen! Einfach voll. Haku hat Katze gesehen. Ich habe mich nicht erschrocken. Habt ihr euch erschrocken? Ich. Nee. Mm-mm. Mm-mm. Nee. Mm-mm. Ihr? Nee. Hose nass! Ey, das sieht aus. Oh, alle Super Nintendo Games, die ich sehe, sind Super Nintendo Games. Was? Hirn? Alle Super Nintendo Games, die ich sehe, sind Super Nintendo Games. Sehen Sie sensibel aus. Was will mir das Game damit sagen? Komm, wir gucken mal auf Englisch. Look sensitivity. Okay, alles klar. Zwischen Position, absolut wahr. Jetzt ganz vorsichtig. Oha. Nope. Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein anderes Video. Es geht nicht um den Bodycount. Es geht nicht darum, wie viel Geld du auf dem Konto hast, sondern es ist mal wieder eine Parfümstraßenumfrage. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, ich habe vor über 4 Jahren damit angefangen. Und zwar habe ich die Leute in der Berliner Innenstadt damals gefragt, ist das der... Okay, letztendlich juckt es mich nicht. Deswegen gucke ich immer so paar Sekunden, um zu gucken, so is it interesting for me? Yes or no? Und wenn no, dann ne, dann egal. Aber so damit genau dieser Moment nicht passiert. Der wäre mir nämlich super unangenehm, wenn ich ein Video gucken muss, was mich überhaupt nicht interessiert, weil ich halt vorher nicht recherchiert habe, das ist halt voll das lowe Video. Okay, letztendlich juckt's mich nicht. Ich dachte mir gerade so, das ist Honey Poo, weil Honey Poo halt so ein markantes, schönes Gesicht hat. Und ja, ich wollte nur nochmal nachgucken, ob es Honey Poo ist.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy O.T. The winds blow up her boat and down. Oh, blow my bully bows, blow her. Nice. Die Leute im Chat glauben an dich. Ich hab's nicht. Mein ist zu klang. Ich bin zu groß. What are you Ziehen. Doing? Was tut er da? Ziehen. Ziehen. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Schneid ab. Was war das? Was war das? Hat jemand Kontext? Kontext? Hat jemand Kontext gehört? Kontext? Das war der Schlüpper. Hä, wieso zieht er den nicht auf der anderen Seite ein kleines bisschen weiter runter? Ne, guckt mal, wenn der jetzt, guck mal, hier, da sieht man es ganz gut. Hier ist die andere Seite. Wieso zieht er die andere Seite nicht noch weiter runter, damit das hier auch weiter runterkommt? Das habe ich oft gemacht und es hat immer funktioniert. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Schneid ab. Und für alle, die sich jetzt wundern, wieso musste ich schon mal... Ach, du hast keinen Sack, der stört. Ja gut, aber ich glaube, seine Genitalien sind jetzt halt nicht mehr da, gehüllt in dieser Unterhose. Ich glaube, The Righty, grüß dich, ich glaube, die sind nicht mehr in der Unterhose gehüllt. Bin ich mir sehr, sehr zuversichtlich, dass das nicht der Fall mehr ist. Sonst würden die aber ganz schön gequetscht werden. Ich sag's, wie es ist. Wirklich hier oder nur Fragmente deiner Vorstellungskraft? Ohne Scheiß, ne? Wenn ich mich euch ausgedacht hätte, dann ist mein Hirn ja noch abgefuckter, als ich dachte. No offense. Bikini-Unterteil ist, glaube ich, in dem Bereich ist eine Boxershorts, glaube ich auch. Glaube ich auch. Ja, aber trotzdem so ein bisschen weiter runterziehen hätte... Ja, ich kann nicht mitsprechen mit... Ich habe keinen Penis. Für alle hier einmal ganz kurz, die es eventuell noch gar nicht wussten. Ich bin nicht im Besitz eines Pensis. Bin ich nicht. Ich habe zwar viele schon beschnitten, aber ich habe keinen. So. Was? Ich weiß. Mein ellenlanger Bart... Mag was anderes sagen, aber ich habe keinen. Ja, ich weiß. Deswegen kann ich leider nicht mitreden, was Badehose bzw. Boxershorts, die nass ist, mit Weichteilen des männlichen Individuums tun. Das kann ich nicht. Ich weiß es nicht. Dima ist schockiert. Wir haben jetzt nicht unsere ganzen Credits vom ersten Spiel verballert. Was ist passiert? Was ist passiert? Jetzt. Junge, wie viel? Hör auf jetzt! Hallo? Es ist die Endlos. Hä? Wir haben jetzt nicht alle... Ich muss den Typen holen. Es tut mir sehr leid, ne? Aber der erste Gedanke, den ich hatte, als ich dieses Bild gesehen habe, ich sehe aus wie eine Frau mittleren Alters, die in jeder Beziehung enttäuscht wurde. Schon ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen schon. Komm, wir sind jetzt mal ehrlich. Schon. Johnny Turner steht ihr und ich finde so, hat aber auch Charme. Ich finde, es hat Charme. Und sich damit abgefunden hat. Und sagt, da kommt eh nichts Gutes mehr. So sehe ich aus, Kim. Ein bisschen. Aber es ist ja nichts Negatives. Geh von links ran. Ich dudel dich mit deinem eigenen Dödel durch. Excuse me, bitte was? Du dudelst mich mit meinem eigenen Dödel durch? Ich glaube, mein Hamster Bohne hat. Komm rein. Bitte?
Stell dich mal vor, das musste jemand ja synchronisieren. Das musste ja jemand für ein Spiel synchronisieren. Der musste das halt dann so reinschreien in das Mikrofon. Nicht in das Zelt. Geh nicht in das Zelt. Was passiert da? Das waren ganz komische Geräusche. Das waren ganz komische Geräusche. Ich hatte noch nie in meinem Leben Glück im Spiel. Und deswegen, und wisst ihr warum? Weil ich Glück in der Liebe habe. Mit Shy Guy. Hallo! Hi, Liebe! Oha! Oha! Hätte ich sie gefangen, aber ich habe sie nicht gefangen. Ich war der Erste bei uns im Kindergarten, der Panzer gemalt hat mit Hakenkreuzen drauf, weil ich dachte, das ist das normale Symbol der deutschen Bundeswehr. Und dann habe ich so überall so Panzer gemalt, habe so Hakenkreuze drauf gemalt, halt ein kleines Kind, und habe die überall so liegen lassen. Und dann irgendwann kam so eine Kindergärtnerin und war so richtig wütend so, wer hat das gemalt, wer hat das gemalt? Und habe ich nichts gesagt. Und dann hat Adrian richtig Ärger dafür bekommen, weil die Leute dachten, er war's. Dankeschön. Oh, was ein Move. Was ein Move, ey. Was ein Move. Ein Kloteppich für 19 Monate. Wiu, wiu. Wieso kommt jetzt der Krankenwagen? Ich hab nichts gemacht. Oder kommt die Polizei? Kommt die Polizei? Ich hab nichts falsch gemacht. Ich hab nichts. Ich war's nicht. Officer, ich... FBI, open up. Nein, ich war's nicht. Oh mein Gott, das war wirklich super passend. Oh mein Gott, das war ja richtig gut. Das war ja richtig, richtig gut. Wie viel Sexspielzeug hast du zu Hause? Na, ich sag nichts ohne meinen Anwalt. Ich sag nichts. Nichts ohne meinen Anwalt, sage ich. Du musst nicht sagen, was für ein. Du musst nur sagen, die Anzahl. Nur die Anzahl. Ich sag nichts ohne meinen Anwalt. Auch die kleinen Teile zählen. Ella, ich hab nichts da. Ja, das ist doch die Antwort. Weil die alle bei meinem Vater liegen. What the fuck? Oh, nee, das passt. Nee, das ist okay. Wir wollen nichts mehr wissen. Alle. Dreimal alle. Ich hätte auch mit Doni und Hugo CS gespielt. Aber dass Hugo uns jetzt hier an der Stelle versetzt hat, ja? Ist okay und kann ich auch nur unter einer Bedingung verkraften, und die ist, dass er uns für Doni versetzt hat. Ich würde meine eigene Hallo Gibi, Grüße. Hat er nicht gesagt? Meine Freunde auch. Oh, aus der Sache kommt er nicht mehr raus. Ich sag's, wie es ist. Versetzt, von Toni. Ich muss mir schon kraften. Kraften. Ich will nicht mehr spielen. Ich habe gerade Gänsevorhaut gekriegt. Ich frag mich an der Stelle, wer bringt diesen Menschen diese Begrifflichkeiten bei?
Wer bringt diesen Leuten so eine Begrifflichkeiten bei? Das muss doch von irgendwoher kommen. So jemand wie du, wie soll denn so jemand wie ich? Hier. Aua. Große Geschwister, das ist eine Antwort, ja. Oh. Wie er weit geflogen ist. So, du Twitch! Du kannst mich mal am scheiß Poloch lecken! Was ist das denn? Jedes Mal. Bei mir wird nichts Krasses sein. Weil wir sind ja jetzt gerade in der Reaction, da wird nichts Cooles angezeigt. Ich sag's, wie es ist. Gebt gut Acht, dass ihr nicht ausrutscht und im falschen Loch landet. Dort könntet ihr vielleicht... No. Wenn mir jetzt ein Witz einfällt dazu. Mir fällt der Witz ein. Ja, wenn er ins falsche Loch rutscht, dann bist du im Arsch. Ich hoffe nicht. Ich nicht wieder herauskommen. Naja. Ich habe gehört, hier ist es sehr gefährlich. Wenn man ins falsche Loch rutscht, ist man im Arsch. Ja. Könnte doch ein bisschen klappen, warte mal. So, warte. Unfassbar dumm, Außenministerin Baerbock, die übrigens keine Berufsausbildung hat, keinen Schulabschluss, hier nicht mal eine Siegerurkunde von den Bundesjugendspielen, das wissen viele gar nicht. Das war ja voll on beat. Das war ja voll on beat, oh mein Gott, ich muss das nochmal hören. Wie fantastisch. Könnte doch ein bisschen klappen, warte mal. So, warte. Unfassbar dumm, Außenministerin Baerbock, die übrigens keine Berufsausbildung hat, keinen Schulabschluss, hier nicht mal eine Siegerurkunde von den Bundesjugendspielen, das wissen viele gar nicht. A new rap god was born. Ja, schon. Ach, leck mich doch mit deinem Scheiß. Ja, komm nochmal. Ja, gib's mir. Gib's mir richtig. Ja, kleines Mistvieh. Ja. Oha. Okay. Da müsst ihr immer gleich so ausrasten. Sein Kumpel mal umgeboxt, als ihr ihn erschreckt habt. Oh. Was jetzt? Ey, ich bin hier! Ey, hallo! Ich. Was dit jetzt? Ich bin in der Kutsche gefangen! Was mach ich denn jetzt? Ich glaube, ich gehe einfach mal hier rein. Einfach so zum Warmwerden. Was soll ich. Komm, passieren. Oh no. Yeah! Ich habe heute Nacht nicht so gut geschlafen. Ich bin mitten in der Nacht wach geworden, weil ich dachte, es ist jemand eingebrochen. Dabei war das von draußen einfach nur eine Autotür, die zugeschlagen war. Ich glaube, das war so gegen zwei, halb drei, irgendwie sowas. Ja? Weißt du, was da die Lösung wäre? Ein kleiner Dackel. Ja. Der würde helfen, damit ich durchschlafen kann. Das wäre doch voll clever. Morgen, wir sind gerade auf der Messe angekommen. Ich habe das fünfmal gehört. Ich verstehe akustisch nicht, was du sagst, was da helfen würde. Irgendwie verschluckt die Sprachnachricht das. Ich verstehe das nicht, dass die Sprachnachricht genau das nicht mit rüber gibt. Also ein kleiner Dackel würde dort helfen. So, das ist, der ist nicht so groß, aber der ist halt bissig genug. Das ist so ein kleiner Jagdhund. Schatz, ich verstehe wirklich nicht, was Wackelpudding damit zu tun hat. Komisch. Wie er sie einfach verarscht die ganze Zeit. Wie er sie einfach verarscht, dass er das nicht versteht. Richtig gut, einfach richtig gut. Oh, wow. I see. Okay. Okay, die gute Kiri hat sich die Mühe gemacht und hat mal geguckt, was jetzt gerade als Vorschaubild bei mir auf Twitch ist. Und es ist das hier. Wo ich gerade den Stromschlag bekommen habe. Gut. Okay.
Okay. Okay. Danke, Twitch. Danke. Danke, ich fühle mich überhaupt nicht gedisst oder so. Gar nicht. Nein, nein. Für die Problematik. Ivraldis, weißt du, was da wirklich helfen kann? Ich kann also, Dackel, weiß ich jetzt nicht, musst du dich auch darum kümmern und so weiter. Ich kann dir aber gerne zeigen, was halt wirklich gut helfen kann. Da, also wirklich, ich bin da vollends begeistert und denke mir halt so, ja, das ist, eigentlich sehr, sehr gut auch so für Schutz und so bei Einbrechern. Da steht sogar dann Good Night, damit du besser schlafen kannst. So, das ist meine Lösung, damit ich durchschlafen kann, damit ich weiß, keiner wird einbrechen, weil den habe ich in zwei Ausführungen und den einen habe ich dann im Schlafzimmer. Falls was ist, falls ich mich erschrecken sollte, zack, der erste Griff geht direkt hier drauf und dann spiele ich Basketball. Gutholz. Mhm. Und wie gesagt, da steht schon Good Night, so damit du dich sicher und geborgen fühlst in der Nacht. Außerdem gibt es das aber auch noch in Metall. Kann man sich auch gönnen. Den Metallschläger. Der ist auch gut, diese. Tut dann noch mehr weh. Nicht, was Wackelpudding damit zu tun hat. Komisch. Das Haus ist echt geil, oder? Ich find's nice, Leute. Alter, ich hab Gänsehaut an den Nippeln jetzt. Ey, Tobi! Ich hab gar nicht gewusst, dass der Erik auch mitmacht. Oh, hallo Erik. Hey! Farbe Frauen essen Bananen nur quer. Oh, Peti Peter. Oh. Kennst du Frauen nur aus Pornos, du Armer? Echte Frauen wollen wohl nichts von dir. Deswegen machst du auch so komische, unpassende Kommentare, die kein anderer normaler Mann eigentlich machen würde, weil er halt genau weiß, dass solche Sachen nicht echt sind. Ach, Peter. Ich oute mich immer noch. Ich bin ein sehr großer Milchbaum-Fan. Ich bin ein sehr großer Milchbaum-Fan. Ich sag's, wie es ist. Was ist dieses Blaue da? Dieses Gelbe? Dieses Rote meine ich. Dieses Grüne. Belästigt, ja? Belästigt, ja. Na, also ich sag's mal so. Ich hab schon öfter einen Schwanz im Gesicht. Okay. Dieser Mensch hat höchstwahrscheinlich eine Katze bei sich zu Hause. Marty, das Affenkind, was danach Twitch-Livestreamer geworden ist. Als Marty noch ein Baby war, setzen sie ihre Eltern bei einer Gruppe von Affen aus. Man weiß nur wenig über ihr Leben unter den Primaten. Marty arbeitete als Spielestreamer und war für die Affenimitation und Witze bekannt. Okay, wissen wir Bescheid. Oh, dann muss ich wieder weinen. Marie! Nein! Was ist los? Oha. Macht's gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Denn es wird Zeit zu gehen. Doch hey, kein Grund zum Traurigsein. Denn ich weiß, wir werden uns bald wiedersehen. Oh mein Gott, von wo kenne ich das? Leute, von welcher Serie ist das? War das das Haus, das war das der Mond Luna? War das die Monddame Luna im Haus mit dem blauen Haus mit dem Bär? Mit dem der Bär im großen blauen Haus, genau.
Das ist Luna gewesen, ne? Oh mein Gott, ich liebe es. By the way, Being Alive, wie hübsch bist du eigentlich? Vote her for Rapunzel, Real-Verfilmung. Macht's gut, bis bald, auf Wiedersehen. Denn es wird Zeit zu gehen. Doch hey, kein Grund zum Traurigsein. Denn ich weiß, wir werden uns bald wiedersehen. Richtig coole Folge und gar nicht mal so viele Erschrecker. Das macht mich glücklich. Ich habe mich sehr wenig erschrocken. Erschreckt. Whatever, you know what I mean. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Streamclips Germany, für diese wundervolle, Folge. Supportet den guten Herrn doch mal. Schaut gerne bei ihm vorbei auf jeglichen Plattformen wie YouTube und Twitch und wie heißen die denn hier? Warte, ich will's richtig. Patreon. Dankeschön. Patreon hat mir gerade gefehlt. Und bei Patreon. Und lasst gerne hier ein Like da. Und wie gesagt, kommentiert gerne hier unten, ob ihr denn schon mal ein Auto abgewürgt habt. Und wenn ja, schreibt das gerne mal rein. Und ich glaube nämlich eigentlich, dass es halt bei jedem bisher passiert ist, weswegen sich Phoebe gar nicht hätte irgendwie so schämen brauchen, weil das passiert jedem. Das kann mal passieren. Das ist voll in Ordnung. Ich habe keinen Führerschein, ich kann nicht mitreden. Aber ich verabschiede mich jetzt von euch. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge und zu einer neuen Reaction. Und bis dahin, checkt gerne auch meinen Account aus, BG Katja auf Twitch. Ich würde mich sehr freuen und jeder ist herzlich willkommen und so. Und bis denn, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye, tschüss.